So. Kümmern wir uns auch gleich mal noch um Dachgiebel. Nee, nicht die. Den brauchen wir. Snappe rein. Danke. Da, 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 da. Und jetzt da oben brauchen wir den flachen. Das ist dann kein Dachgiebel, das ist ein Flachgiebel. Wow. Danke. Ich weiß. Und wie gesagt, wir müssen hier mal gucken, ob wir nicht auch ein paar Fenster reinbauen können. Wollen. Weil das sieht halt jetzt schon irgendwie sehr ausladend aus. Vor allem für so ein Ja, das Community Center. stimmt. Stimmt. Hast du denn noch Steine dabei? Weil hier müssen wir auf jeden Fall den Boden noch ein bisschen hochziehen. Sieht sonst ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, da oben muss auch noch irgendwas hin. Ja, hab ich reingelegt. Dann hole ich mir mal die Steine aus dem. Aus der Kiste. Waren sie hier? Daher waren sie doch. Mach die Augen auf, Junge. Was ist das eigentlich? Befestigen. Was heißt denn befestigen? Das muss ich auch mal probieren. Okay. Ziemlich drastische Erhöhung, aber gut. That's fine, I guess. Ich würde auch gern wissen, wie man Gras pflanzt, weil irgendwie muss man ja auch wieder ein bisschen Wiese anpflanzen können. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass das nicht zu hoch wird. Fehlende Voraussetzungen. Da sind sie schon weg, die Steine. So schnell kann es gehen. Und sieht von hier drin aber noch okay aus. Oh, das ist cool. Wow, nice. Du bist ja ein richtiger Bob, der Baumeister hier. Wahnsinn. Ah, ich fall runter. Und ich befürchte, es ist sinnvoller, wenn wir einfach hier eine zweite Werkbank hinsetzen. Statt. Ich setze jetzt Okay, einfach mal. ich glaube, das sieht eher blöd aus. Rein zum Glaube Bauen ich. reicht's ja, wenn wir die hier hinsetzen. Und, oh, da fehlt mir Holz. Habe ich es abgelegt oder bin ich out of Holz? Ich bin out of Holz. Wir alle sind out of Holz. Fascinating. Meine Trollfee hier mal rein. Da oben müssen wir uns noch mal was überlegen. Wo? Ja, du meinst dieser kleine Giebel da oben. Es gibt dafür, glaube ich, kein Holztool, oder? Aber du. Nee, ich weiß es nicht. Ich bin gerade. Ich weiß nicht, wie man das zumacht. Oder wir versuchen es halt irgendwie so einzubauen, dass es nicht kacke aussieht. Hier liegt auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht erstmal den Spawner suchen? Der sich hier irgendwo in der Nähe aufhalten muss? Ja, gleich. Gleich, Okay. gleich. Versuche halt noch irgendwas zu finden, wie man. Wie man den Giebel zumachen kann. Das wurmt dich, ne? Macht dich richtig alle gerade. Ja. Das ist hart. That's what she said. Hahaha. War eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mensch, du. Das sind die, die ganz spontan kommen. Fall woanders hin, ich trinke gerade. Oh, komm schon! Wie ist das denn jetzt passiert? Mann! Okay, also ich weiß nicht, ob hier ein Spawner ist oder ob die halt einfach wirklich nur spawnen, weil hier so ein scheiß Wald in der Nähe ist, aber es nervt barbarisch gerade, diese scheiß Grauzwerge. Ich will doch nur den Baum hier fällen. Okay, ich denke, das ist so eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Oh.
Guck mir es dann gleich mal an. Bin hier gerade auf Holzbeschaffungsmission. Man muss ja auch im Hinterkopf behalten, dass die Gebäude, die wir jetzt errichten, wahrscheinlich nicht final sind, weil man ja später auch noch ganz andere Baumaterialien freischaltet. Ach schon, aber man kann ja zumindest so einen Grund. Ja, ja, nee, das heißt nicht, dass man jetzt bewusst hässlich bauen muss, aber man muss sich halt immer im Klaren sein, dass es früher oder später sowieso nochmal anders kommt. Ach, ich habe schon wieder das Falsche abgebaut. Ich hab noch Platz. Das ist irgendwie das reinste Chaos. Und ich glaube, es gibt auch ein Biom, was wir hier noch gar nicht entdeckt haben. Nämlich die Sümpfe. Allerdings kann ich nicht sagen, ob die einfach nur selten sind oder eher in den äußeren Regionen auftauchen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich will mich halt auch nicht zu sehr spoilern. Man kriegt zwar am Rande immer mal so ein bisschen was mit, vor allem weil die großen Gaming-Seiten jetzt gerade auf den Valheim-Zug aufspringen wie bekloppt, ne? Da kommen Artikel noch und nöcher. Einfach weil sich's lohnt wahrscheinlich von den Klicks. Aber ich versuche das alles so ein bisschen zu meiden. Ich will das gar nicht alles wissen. Das nimmt einem so ein bisschen Spielspaß, wenn man zu weit vorgreift. Und hier kann ich beides gleichzeitig mit einem... Meine Fresse. Na gut, ich höre mal auf hier. Ich weiß nicht, ob das too much ist. Aber egal. Ich kann schon wieder was essen und hab's nicht mitgekriegt, ey. Ich verhungere hier eines Tages einfach nur, weil ich während des Bauens vergesse zu essen. Soll ich denn ein paar Blaubeeren mitbringen? Nee, ich komme gerade eh nochmal zurück, weil ich bin voll bepackt mit Holz. Das würde ich noch schnell abladen. Und es nervt mich gerade auch ein bisschen, dass hier schon wieder Nebel ist, weil da sieht man wieder nichts. Aber sieht schon eigentlich ganz cool aus, wie sich das hier so aus dem Nebel schält, das Gebäude. Ja, es sieht halt nur noch nicht so überragend aus. Aber ja, wir bauen ja auch erst seit ein paar Minuten dran. Also jetzt mal nicht die Ansprüche zu hoch stellen. Das sieht aber ganz okay aus, was du da oben gemacht hast. Ich weiß zwar nicht, was du gemacht hast, aber kann man machen. Ja, du müsstest es vermutlich von der anderen Seite sehen. Ja, da muss ich trotzdem erstmal den ganzen Stuff hier loswerden. Das so viel Schnodder und jetzt mache ich halt doch erstmal eine Kiste für alles. Dann müssen wir es halt doch nachher aussortieren. Das hilft aber jetzt alles nichts. Ich brauche den Platz. Ich bin jung und brauche den Platz. Zeig mal her, was du da fabriziert hast. Ja, doch, das kann man machen. Das finde ich tatsächlich okay. Wie bist du denn? Alles klar, okay. Das du musst mal unten bleiben. Wieso? Ich weiß nicht, ich versuche hier mal irgendwie sowas zu bauen. Ich weiß halt nicht, ob das gut aussieht oder nicht. Warum baust du die Leitern ab? Was? Ich. Ich weiß nicht. Hä, wieso reicht die Werkbank? Ach so, das ist das neue Werkbankgebiet. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. So. Ach, das hat nicht mehr genug Stabilität und kracht zusammen. Okay. Da hört der Spaß also auf. Dann befestige ich es jetzt erstmal mit einem Donnerbalken hier. Damit wir zumindest erstmal weiterbauen können. Jetzt habe ich natürlich mein Holz abgelegt, ich brillanter Mensch. Dann bauen wir jetzt einfach noch ein Stück weiter, bis sich der Nebel verzogen hat. Und dann können wir auch in den Düsterwald gehen. Du mir das Holz. Oh, ich mal von vorn sehen.
Fast sogar zufrieden damit. Ich habe das Dach abgebaut. Mach, was du denkst. Aber nicht die Leiter. Brauchen wir schon wieder einen Donnerbalken? Gibt's ja gar nicht. So, Dach steht wieder. Und nein, 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 das Haus wird nicht zu groß. Iwo, ganz und gar nicht. Also, ich finde, das sieht sogar gut aus. Dein Dach? Ich weiß es nicht. Ja, die Konstruktion. Ja, kann man machen. Doch, kann man machen. Hat so was von diesem Symbol, womit wir auch generell nicht so höhe betitelt haben. Könnte ja eigentlich sogar sowas wie unser Dorfmarkenzeichen werden oder so. So, Wände müssen wir weiterbauen, ne? Eigentlich wollten wir einen Wald, aber ja. Okay, da brauchen wir wieder einen Donnerbalken. Das gibt es doch nicht. Komm. Also ich mache das nur erstmal zum Stabilisieren drunter. Mittelfristig würde ich auf jeden Fall den Boden anheben. Ich mag es nicht, dass du so lachst. Nein, ich finde diese leicht phallische Form dieses Gebäudes relativ schön. That's a penis. Ja, ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen, dass es ein bisschen so wirkt, aber ist mir jetzt egal. Also irgendwas passt hier nicht. Was? Egal, machen wir zu. Ist egal. So, ich möchte nicht anheben, ich möchte hier absenken. Absenkautomatik bitte. Oh Gott, dammit. Ich glaube, man kann nur bis zu einem gewissen Punkt den Boden einebnen. Ab einer gewissen Dingens geht es nicht mehr. Also hier tut sich jetzt nicht mehr so viel. Vielleicht müssen wir hier tatsächlich einfach verschiedene Bodenebenen einbauen. Keller können wir vermutlich eher nicht bauen, oder? Ich glaube nicht. Also weiß ich nicht, ob man sich vielleicht irgendwann mit einer Spitzhacke oder so weiter runtergraben kann. Ich versuche hier tatsächlich gerade immer noch den Boden auf ein Niveau zu kriegen, aber es ist tricky. Ja, doch, ein bisschen tut sich was. Man muss wahrscheinlich so eine Schräge nehmen, damit der Boden quasi einen Wert hat, wo er sich angleichen kann. Also man kann nicht einfach nur auf ein flaches Stück kloppen und dann nach unten gehen. Aber es ist auch nur so ein Educated Guess, den ich hier gerade in den Raum werfe. Ansonsten, wir können auch, wie gesagt, einfach ein Stück hier den Boden anheben. Das fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Machen wir halt so eine kleine Treppe und gehen dann mit einer Stufe höher. Das. Der höchste Punkt wäre dann hier. Drin dann quasi hier so. Ich versuche gerade mal was. Moment. So war jetzt eher mein Plan. Genau. Finde ich jetzt auch gar nicht so kacke, ehrlich gesagt. Dann hat man halt so ein bisschen unterschiedliche Höhen im Boden. Das bringt ein bisschen Dreidimensionalität ins Spiel. Die hier ist nicht ganz. Ich weiß noch nicht Das ist so ein bisschen. genau. Doch, ich glaube, ich weiß. Ich glaube zu wissen, wie man das machen kann. Okay, dann mach das mal. Okay, ja gut, den Stein können wir ja wieder entfernen dann. Das ist ja kein Ja, Problem. das müssen wir dann noch machen. Das müssen wir dann hier wahrscheinlich so. Ist das denn die richtige Höhe? Ja, es ist die richtige Höhe. So würde ich das jetzt machen. Dann haben wir hier einen Platz für eine Fackel oder was weiß ich. Ja, das ist cool. Musst du auf der anderen Seite würde ich es noch machen, oder? Müssen wir Hast du jetzt nur das gemacht? gucken, dass wir Na, hier geht's halt das hier wieder so. relativ schwer. Man kann das relativ gut
bauen tatsächlich. So um die Ecke. Das sieht jetzt nicht mal so beschissen aus, wie ich dachte. Story of my life. Ah, ich musste das, ich musste mir nochmal zeigen, wie du das gemacht hast. Gerade auf der anderen Seite, vor allem. Ich bin mir gerade selber nicht mehr ganz sicher, aber ich baue jetzt erstmal drauf los. Da bin ich mir halt auch nicht ganz da. Es ist schwierig, die richtige Höhe zu finden, wenn der nicht ransnappt. Aber das ist nicht schlimm, weil ich habe eh... Doch, ich habe noch genug Holz. Hab ich? Hast du die Werkbank abgebaut? Nee, das ist schlecht, die brauche ich. Ja, ich wollte nur schnell nochmal... Ja, ja, nur schnell nochmal. Ich wollte halt ein Holz drunter bauen. Also ein Boden. Ein ja, Holz. Verstehe ich. Irgendjemandes Bett ist weg. What? Wieso? Frage. Aber so auf jeden Bennys Fall war's. Mein Bett ist weg. Ja, definitiv, also ich. Hä? But why? Baue ich mir ein neues? Kannst mich mal. Ich lass mir mein Bett nicht klauen. Oh Gott, ich habe fast keine Blaubeeren mehr. Ach. Ich will so liegen. Ich mal intervenieren. So. Das ist ja viel. Wieso ist denn das Bett jetzt weg gewesen? Das verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Alter! Nimm mir hier das Bett weg. Wieso hast du mein Bett abgebaut? Ist nicht witzig. Ich hab das erste Mal habe ich es tatsächlich nicht abgebaut. Nur jetzt. In dem Moment. Ach so. Ehrlich. Ich neige dazu, dir zu distrusten. Gibt keinen Grund dafür, wie ich finde. So, ich hole noch mal ein bisschen Holz. Das ist sehr schön. Mach dich mal nützlich. Fehlende Voraussetzung. Mir fehlt nämlich gerade das Holz. Einen einzigen Holzbalken habe ich noch. Liegt hier noch was in der Kiste? Nee. Nee und auch nicht. Na gut. Was wir uns tatsächlich auch mal überlegen könnten, wäre zu schlafen. Ja, können wir machen. Aber ich weiß nicht, ob man damit die Nacht skippen kann. Benötigt ein Feuer in der Nähe. Das haben wir uns hier noch gar nicht überlegt. Ne? Wir bräuchten ja theoretisch auch eine Feuerstelle mit einem Kamin und sowas. Also mit einem Kamin, der halt Abluft hat, nicht uns die Putze hier vernebelt. Oder ob wir jetzt einfach, ich glaube, das ist aber eher was ich nicht in die Gemeinschaftshalle bauen würde, sondern jeder bei sich zu Hause. Deswegen würde ich, glaube ich, jetzt eher dazu neigen, einfach nur ein provisorisches Feuer irgendwo außen zu bauen. Ja, Kevin, das ist eine Eingangshalle. So ist zumindest der Plan, Kevin. So ist der Plan, ja. Dass das mal die Eingangshalle wird. Und das hier hinten sind die Flügel, deren Zweck noch unbestimmt ist. Aber wobei, hier könnte man hinten die Kisten aufstellen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Da macht man da vorne so ein paar, so eine Eingangshalle mit Empfang und Rezeption und so eine kleine Klingel, wo man drauf bimmeln kann. Und hinten kommen dann die Kisten hin. Fällt mir gerade tatsächlich ganz gut. Und was ich jetzt so ein bisschen brauche, sind Steine. Zum einen, weil wir natürlich den Boden noch weiter anheben müssen. Zum anderen aber auch, weil wir ein Lagerfeuer bauen wollen. Müssen, um zu schlafen. Steine haben wir aber doch noch, oder? Hast du alle verbraucht? Die habe ich alle verbraucht, tatsächlich. Das ging auch ziemlich schnell. Also das bisschen Anheben da oben hat schon alle Steine verballert. Das ging echt flott. Und man kriegt die auch nicht wieder, wenn man den Boden einebnet. Das ist ein bisschen schade, tatsächlich. Ach, sieh an, ein Stein. Ach, der spielt das Spiel auch? Wer spielt das Spiel auch? Ein Stein. Oh, wow. Ich nehme euch nicht übel, wenn ihr jetzt geht.
Ich verstehe es, ehrlich. Also, ich kann euch das nicht übel nehmen. Hier sind nur Feuersteine. Ich bin zu nah am Wasser. Das ist schlecht. Ich habe 2. Das reicht noch nicht mal für ein Feuerchen. Eins, zwei, drei. Und wenn es das nächste Mal Tag 4. wird, sollten wir tatsächlich... Tatsächlich mal in den Wald gehen, was wir die ganze Zeit schon eigentlich vorhatten. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt tatsächlich mal probieren, einfach schlafen zu gehen. Ja, wie gesagt, dafür brauchen wir ein Feuer, sonst geht das nicht. Und deswegen sammle ich ja gerade Steine. Ich habe ja schon 4. Wie viel braucht man denn dafür? Ja, 4. Die sind ums Haus rum, liegen relativ viele Steine. Du musst nicht mal weit weggehen dafür. Habe ich aber gemacht. Don't judge me. Nee, das ist cool, das ist cool. Also wir können das Feuerchen jetzt erstmal drin machen, aber ich würde es nur temporär da platzieren, damit wir jetzt schlafen können, weil im nächsten Stream, gesetzt den Fall, dass Kevin wieder mitmachen kann, würde ich ja dann tatsächlich dazu übergehen, dass wir uns hier auch in der Nähe selber noch ein Haus bauen. Und ich glaube, das kann man ja auch schon mal so ein bisschen ankündigen, wenn Kevin nämlich nicht mitmachen sollte nächste Woche, weil er noch verhindert ist, dann haben wir keine Ahnung, was wir stattdessen machen. Das waren jetzt Big News. Ich weiß. Ihr könnt euch kaum in Stühlen halten, vermute ich mal. Aber es musste gesagt werden. Nee, aber mal gucken, was wir dann machen. Wir haben so ein paar Backup-Spiele, die man spielen kann. Wir hätten Minecraft, was man immer wieder spielen kann. Wir hätten DayZ, was man spielen kann. Benny und Deadman hätten Tarkov, was wir wieder spielen können. Also die Optionen sind da. Wir werden dann auf jeden Fall, wenn es so kommen sollte, einfach ausweichen müssen. Weil wir wollen wirklich nicht zu viel Progress machen, ohne dass Kevin dabei ist. Und wir wollen aber auch euch jetzt, sage ich mal, nicht auf Dauer langweilen und einfach nur irgendwelchen Scheiß machen. Ohne irgendwie im Spiel voranzukommen. Das wird ja auf Dauer auch langweilig, deswegen... Ist das so unser Plan? Für heute reicht's erstmal. Da kann man den Stream auch damit verbringen, mal eine Gemeinschaftshalle zu errichten und ein bisschen jagen zu gehen. Aber wenn Kevin das nächste Mal dabei ist, werden wir uns auf jeden Fall den Boss zu Gemüte führen. Das wird vermutlich das Erste sein, was wir machen. So, dann gehen wir mal in die Haier. Und tatsächlich ist es wie in Minecraft, wenn alle schlafen, scheint man die Nacht zu skippen. Das ist natürlich cool. Aber dadurch, dass das Bett eine Überdachung braucht, ist es nicht so easy und man kann sich einfach ein Bett mitnehmen und wenn man keinen Bock mehr auf die Nacht hat, dann skippt man einfach. Okay, also die Hämmer nehmen hier echt scheiß viel Platz weg, muss ich ja mal bemängeln. Dann hauen wir sie mal weg, die brauchen wir ja dann nicht, wenn man das kostenlos reparieren kann. Ich wusste das in dem Moment noch nicht. So habe ich die einfach mal gebaut. Jetzt haben wir hier tendenziell eher zu viele Steine, aber naja, das... Macht nichts, alles gut. Haben wir denn eine Kiste mit... Man kann übrigens die Kiste nicht gleichzeitig benutzen. Also wenn jemand dran ist, dann ist die blockiert. Ist auch durchaus interessant. Meine Klamotte kann man hier weg. Okay, ich habe... Achso, die brauche ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Und eigentlich kann ich auch mal die Fackel... Ich finde die Fackel irgendwie relativ nutzlos. Ich finde, wenn man die nachts verwendet, die Fackel, dann... Blendet die fast ein bisschen und nimmt das Spielgeschehen weg und... Tagsüber braucht man sie sowieso nicht, von daher lasse ich die jetzt einfach mal da drin. Oh, ich habe nur noch 5 Pfeile. Da muss ich aber entgegenwirken. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich werfe die Äxte mal ins Wasser. Okay. Dorweile. Hier sind gerade mal 2 Federn, das heißt, wir müssen vielleicht erstmal noch 1-2 Vögelchen jagen. So, Holz und Feuerstein habe ich. Ich meine, kann ich mir immerhin schon mal 20 Pfeile wieder machen. Das ist ja besser als nichts, aber in den Düsterwald würde ich damit trotzdem nicht gehen. Ich würde dir empfehlen, für kleinere Sachen einfach Holzpfeile zu nehmen. Ja, hallo, wenn Marlene. Du doch... Oh, hey, schön, dass du da bist. Es ist gut, dass hier alle ein bisschen Auge auf den Chat haben.
Diesmal haben nämlich keine sieben Minuten ignoriert, ne? Uns ergeht es gar prächtig, Marlene. Schau her, wir haben da oben eine Gemeinschaftshalle angefangen zu errichten. Und ich muss jetzt mal ganz kurz hier den Vogel vernichten. Und du regst dich über meine schlechten Witze auf. Ich finde das. Der Reim war tatsächlich, auch wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt, nicht geplant. Genau, wir haben da oben unsere Gemeinschaftshütte. Also das hier wird quasi der Ort unseres längerfristigen Verweilens. Und da Kevin heute leider nicht teilhaben kann an diesem Stream, weil er verhindert ist durch eine Handerkrankung, haben wir uns entschlossen, dass wir keinen Fortschritt im Spiel erzielen, sondern nur Dinge machen, die wo Kevin quasi nicht abgehängt wird dadurch. Das heißt, wir bauen heute hauptsächlich und erkunden nochmal. Und gerade bin ich auf der Suche nach Vögeln für Federn, denn ich benötige noch einige Pfeile, wenn wir dann in den Düsterwald einen Abstecher machen wollen. Na, dann suche ich einfach mal mit. Das ist äußerst lieb von dir. Jetzt ein paar Jagdpfeile gebaut und da. Wow, der war ja... Die verziehen ein bisschen, kann das sein? Also, ich würde behaupten, der Pfeil ist jetzt weiter links gelandet, als ich ihn eigentlich abgeschossen habe. Ich hab's nicht gesehen, aber ich würde sagen, nein, das Seemannswildschwein. Das Seemannswildschwein fliegt aufs offene Meer, schwimmt aufs offene Meer. Blaubeeren, ja, ich habe noch 21 Blaubeeren dabei, also blaubeermäßig bin ich sehr gut ausgestattet. Aber ist ja auch kein Wunder, schließlich ist Captain Blaubeere da. Und ich habe tatsächlich gerade keine Blaubeeren dabei. Was? Ich habe alle in die Kiste gelegt. Okay, das ist ein nahezu unverzeihlicher Fehler. Wenn wir dann zeitnah auf Erkundungstour gehen, dann müssen wir auf jeden Fall... Dann musst du Blaubeeren dabei haben. Weil sonst sehe ich da unser Ende ganz, ganz schnell kommen. Sowieso. Ich habe auch, glaube ich, als wir das letzte Mal gestorben sind, eine Blaubeeren gegessen. Im Kampf. Das kann nicht mir so einiges klar. Also jetzt wird so einiges klar hier. Mann, bleib hier, Hirsch. Nicht Nixon. Was soll ich denn mit Nixon? Ich wollte den Hirsch. Ich weiß nicht, wie deine Vogeljagd momentan läuft, aber bei mir läuft sie arg bescheiden. Ich habe genau drei Pfeile. Durchschnittlich. Drei Pfeile, sage ich schon. Ich habe drei Federn und das reicht nur für ein Set Pfeile. Das heißt, ich bräuchte zumindest noch einen Vogel. Aber okay, ich sehe einen Vogel. Hätte ich den jetzt erwischt, wäre das creepy gewesen. Da kam gerade einer entgegengeflogen. Aber er ließ sich leider nicht zur Landung überreden. Und meine Stimme lässt sich auch nicht dazu überreden. Doch, lässt sie. Ahirsch, wow. Ja, da ist sie wieder. Ahirsch, diesmal klappt's aber. Ah, zu. In den Poppis. Ah, ein Vogel. Jo, mei. Man muss sich halt nur ein bisschen beschweren und schon kommen die Viecher. Also, offene Fläche sind die dann verhältnismäßig häufig. Was ist das denn da? Ach, das ist ein Baum am gegenüberliegenden Alter. Ufer. Faszinierend. Ich würde diese Folge übrigens auch super gern, glaube ich, noch ein Floß bauen. Das da oben, das ist, glaube ich, ein großer Baum. Der hat bestimmt irgendeine wahnsinnig mystische Bedeutung in der Mythologie, in der nordischen, die ich aber nicht kenne. Ich schätze mal, das wird Yggdrasil sein. Es ist Yggdrasil, sagt Benny. Und man kann den aber nicht erreichen, leider. Also ich glaube zumindest nicht, dass man den erreichen kann. Das ist, glaube ich, nur so Himmelsdekoration. Aber ist auf jeden Fall ziemlich geil. Okay, also sie hätte auch Yggdrasil erwartet. Ihr kennt euch da besser aus als ich, muss ich sagen. Ich bin da nicht so bewandert. Also ich habe zwar viele Vögel hier gesehen, ist auch wieder da. Ich habe jetzt tatsächlich sechs Federn. Das heißt, ich könnte zumindest
drei Sets Pfeile. Moment, da ist noch ein Vogel. Du Bastard! Wieso? Uncool. Okay, ich habe zumindest sechs Federn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich könnte drei Sets Pfeile. Das aus Prinzip. Das entspricht ja zumindest 60 Pfeilen. Das ist nicht die Welt, aber es sollte fürs Erste, denke ich, reichen. Wir sollten auf jeden Fall nicht den ganzen Tag jetzt hier verballern, weil ich will ungern nachts losziehen. Deswegen kehre ich jetzt mal zurück zu unserer gar formidablen Lagerhalle. Und dann crafte ich mal. Ja, dann mache ich auch einfach mit. Dann komme ich jetzt zurück und lass die Vögel einfach Vögel sein. Kann ich noch was upgraden? Nee, ich kann nichts mehr upgraden. Schade eigentlich. Bogenstufe 3, Keule Stufe 3. Für nächstes Upgrade brauchen wir schon Werkbank Stufe 4. Ich schätze mal, dafür müssen wir den Boss besiegen. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber es würde mich auch nicht wundern. Also wir sind jetzt schon bei ziemlich vielen Sachen an einem Punkt, wo wir einfach den Boss besiegen müssen. So, ich habe 79 Pfeile. Falsche Kiste. Ich würde fast sagen, das reicht erstmal. Hast du eine ungerade Anzahl an Federn gehabt, zufälligerweise? Nee, bedauerlicherweise nicht. Oh no. Ach Quatsch, falsch rum. Was ist denn los mit mir? So, jetzt aber. Leider nicht, aber ich kann ja schon mal ein Stück vorgehen. Vielleicht finde ich ja noch einen Vogel, der sich hier im Wald verirrt hat. Oder Hugin kommt mal wieder vorbei, dann knall ich den ab. Ja, vielleicht finde ich auch auf dem Weg noch einen Vogel. Ja, aber du kannst unterwegs, glaube ich, ohne Werkbank keine Pfeile craften. Ich habe doch noch welche dabei. Wie gesagt, also für Vögeljagen nutze ich keine Flintpfeile, das ist ein bisschen sinnlos. Ich habe noch nie Holzpfeile gehabt, glaube ich. Tatsächlich. Also auch generell zum Jagen lohnt es sich einfach, keine Flintpfeile zu benutzen. Wie kann ich die denn wechseln, mal dumm gefragt. Du gehst ins Inventar und drückst mit der rechten Maustaste auf den Pfeil. Ah ja. Und dann mach ich mir vielleicht auch noch ein paar Sätze Holzpfeile einfach nur. Was haben wir denn hier? Ein Gebäude mit Wespennest. Kriege ich das eigentlich auch mit meinem Knüppel? Sieht nicht so gut aus. Ich ziehe mich mal lieber wieder zurück. Ich bin vergiftet. Und ein wenig Nahrung würde auch nicht schaden. Mal wieder. Das klassische Steak mit Bären. Über Videospiele hast du das gelernt. Na gut, man hat ziemlich viel über Videospiele gelernt in seiner Kindheit, wenn man so gezockt hat, wie wir das getan haben, glaube ich. Ich habe auch viel meines englischen Wissens in Videospielen gelernt. Also das Videospiele und Serien. Videospiele und Serien, genau. Super. Ach. Klassiker. Oh, ich hasse die Vögel, ey. Genau in dem Moment, wo ich dann abdrücken wollte, ist der Vogel weggeflogen. So much this, einfach nur. Okay, 8 Holz. Weißt du, mit einer Feder kann man 10 Pfeile machen, aber für Holzpfeile braucht man 8 Holz. Brauchst du noch welches oder haben wir noch welches da? Nein, wir haben noch welches da. Alles gut, das ist jetzt nicht das Problem. Ich wundere mich nur gerade über die etwas sonderbare Verteilung. So, 60. Na, machen wir nochmal einen Satz. Dann haben wir 80 Holzpfeile und 79 Feuersteinpfeile. Ich denke, das ist ein relativ guter Wert. Damit kann man, denke ich mal, losziehen.